so, ich bin jetzt circa vor 10 Minuten vom Parkplatz der Ammerwaldalm gestartet. Von hier geht es jetzt über das Fenster auf die Hochplatte. Das ist insgesamt ein bisschen anspruchsvollere Wanderung. Und oben im Gipfelbereich sind dann ein paar ausgesetztere Stellen. Eventuell auch im Einserbereich, mal schauen. So, hier ist dann die Hochplatte auch schon erstmal richtig gut zu sehen. Hier ist der Gipfel mit Gipfelkreuz, da der Hauptgipfel. Hier wird es dann jetzt nach rechts über den Normalweg zur Hochplatte weitergehen. Ich gehe jetzt allerdings nach links weiter, Richtung Fenster, um die Überschreitung zu machen. Dreiviertel Stunde bis zur Platte. Hier bin ich auch am Fenster angekommen. So, hier drüben ist jetzt im Nebel noch der Gipfel von der Krähe. Könnte man theoretisch auf der Tour noch mitnehmen. Und hier der Blick ins Alpenvorland. Da hoch geht's jetzt am Gradientag weiter. So, da vorne ist der Hauptgipfel schon in Sicht. So, hier sieht man jetzt gerade schon richtig schön den Weiterweg. Mit Hauptgipfel hier und Kreuzgipfel ein Stück weiter hinten dran.
Ja, also ausgesetzt ist es hier jetzt auf jeden Fall. Aufpassen muss man hier schon. Jetzt dann schon quasi die Schlüsselstelle. Aber seitensichert. Dadurch sollte es eigentlich gut sein. So, jetzt geht es hier nochmal ausgesetzt weiter, aber alles mit Stahlseil auf jeden Fall. Ich glaube, das Stahlseil wurde auch komplett neu gemacht. Ich habe in ein paar Tourenberichten gelesen, dass es teilweise ein bisschen aufgerissen sein soll, dass man sich da ohne Handschuhe verletzen könnte. Aber das sieht hier jetzt überhaupt nicht danach aus. So, und der Hauptgipfel ist erreicht. Sehr geil. Sogar mit Sicht. Und komplett alleine. Viel besser geht's doch nicht. So, dann jetzt noch das kleine Stück rüber zum Gipfelkreuz.
Von hier hat man jetzt schon richtig schön den Abstiegsweg im Blick, wenn wir hier an dem Kamm entlang bis davor. Hier sehen wir jetzt nochmal richtig schön den Aufstiegsweg Richtung Fenster und dann geht es einmal hier quasi in den Grat rüber und im Abstieg geht es jetzt hier weiter runter.